Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist As Reiter und wir sind in Folge Nummer 150 von Avorion. Ja, wir sind auf unserer Ölplattform und da wollen wir mal schauen, was wir da so tun können. Und da oben blinkt noch so ein Briefumschlag, den müssen wir uns auch noch angucken. Aber das machen wir alles nach dem Intro, ne? Bis gleich. So, dann schauen wir uns das doch mal an. Fangen wir erstmal mit dem Briefumschlag hier oben an. Was ist das? Hangar und Raumjägereinführung fortsetzt. Zunk. Okay. Hallo, mein Freund. Ich habe gehört, du hast mit deinem Bergbaujägern erfolgreich Trinium abgebaut. Aber Jäger sind nicht nur zum Abbauen gut, sie sind auch ziemlich praktisch für Kämpfe. Du sollst dir einen kaufen und einen Gegner vernichten. Du, der Abenteurer. Okay. Das ist auch eine Aufgabe. Aber die sitzen doch hier drinnen, die Bergbauleser. Dingens, sag schon. Hier haben wir doch das. Okay, warte erstmal. Wir sind erstmal hier drin. Keine Beschleuniger, das ist klar. Was haben wir denn hier so für Werte? Reichen. Leistung, freie Energie 20, benötigt 2. Das ist also. Erzeugte Energie 23, benötigt. Was? Wir haben 23 Gigawatt erzeugen wir hier und 2 benötigen wir nur. Wow. Das ist krass. Doppel-Tesla-Geschützte und Doppel-Point-Defense-Geschützturm oder weiß auch Chain Gun, ne? Geschützturm, okay. Geschützte Torpedola haben wir nicht. Nötige Kanoniere. 7 von 4 Kanoniere haben wir zu viele. Nötige Ingenieure haben wir 11 von 1. Ein Baum und 11 haben wir, oder was? Das sieht ja auch hier nicht so prickelnd aus. Da haben wir irgendwas falsch gemacht, wahrscheinlich. Ist aber nicht so schlimm. Besatzung, wir haben noch hier drei Leute. Jetzt müssen wir hier mal gucken. Und da mal gucken. Okay, Vorrat. Das ist unser Lagerraum. Freier Frachtraum. Okay, da ist jetzt wohl kein Problem. Da kommen immer Schiffe vorbei. Vollgelaufen ist es nicht. Können wir, denke ich, mal so lassen. Das ist alles okay. Achso, hier ist jetzt wohl schlecht. Wenn da so ein Ausrufezeichen ist, dann sollten wir den mal dahin machen, ne? Ah, guck mal, Mission aktualisiert. Befehle von Jägern, okay. Das machen wir dann auch noch. Aber wir schieben die mal alle hoch. Ich weiß nicht, ob es auch anders geht, aber ich mach's mal so, ne? Und die zweite Staffel, die können wir dann mal wegmachen, weil wir brauchen ja nur eine, weil wir die auch nur eine befehligen können erstmal. So, das ist da. Und dann kann man hier wahrscheinlich entfernen und dann ist das so besser, oder? Gut, dann haben wir das. Ich glaube, hier müssen wir erstmal nichts machen dann, oder? Frachtraum 18,76, der war ja nicht voll. Ist auch wieder gerade Öl reingekommen. Das läuft eigentlich, ne? Das müsste man. Ach so, wir könnten vielleicht nochmal. Kann man das hier irgendwo sehen? Gibt es hier irgendwo Preise? Ne, wohl nicht. Tab. Gehen wir mal auf Tab. Ne, das ist auch nicht, ne? Das ist ja unsere Spielergeschichte. Ne, das ist auch nicht hier. Was ist mit F? Ich müsste jetzt wahrscheinlich die. Warte, mit B waren wir ja drinnen, ne? Das ist alles klar. Wie sieht man denn hier Güter handeln? Ah, hier sieht man die Fabrik. Keine Rohstoffe nötig. Ja, ist klar. Das produzieren wir hier durchs Bohren sozusagen. Okay, hier ist. Diese Fabrik kann bis zu zweiter Produktion laufen lassen. Fabrik scheint problemlos zu laufen. Ist auch gut. Basispreis ist unter dem Durchschnitt. Ja, lassen wir mal so. Güter an Stationen liefern. Das haben wir nicht. Das werden wahrscheinlich irgendwelche schwarze Bretteraufträge, ne? Okay, Güter einkaufen, Güter verkaufen passiert da. Aktivgüter bestellen, Aktivgüter verkaufen. Ah, das hört sich doch gut an. Wenn aktiviert wird, die Station bei vollem Lager aktiv Händler anfordern, die Güter kaufen. Wenn nicht aktiviert, kann es sein, dass die Güter herumliegen, bis ein Händler zufällig vorbeikommt. Und wenn aktiviert wird, die Station bei Leerstand aktiv Händler anfordern, die Güter bringen. Ne, das brauchen wir nicht, aber verkaufen wäre schon cool. Okay. Na, das ist egal. Güter von Stationen holen. Nee, das müssen wir nicht machen. Und was ist das hier? Upgrade? Upgrade-Preis ist 1,5 Millionen. Da können wir mal was tun, oder?
ist weg und das ist hier höher gegangen. Ich glaube, wir gehen dann mal auf 5, 2,25. Ja, das sollten wir uns alles leisten können, ne? 5 Slots sozusagen. Ja, aber das ist ja nicht schlecht. Keine Rohstoffe nötig, das passt. Eingenommen. Oh, da sehen wir unser Geld. 8,9 Millionen. Gewinn ist das auch. Sehr schön. Also das läuft, würde ich sagen, ne? Gut, die kann sich auch selber schützen wohl. Sieht alles mal gut aus. Ich sehe jetzt nicht, dass da unten der grüne Balken kaputt ist. Das bedeutet, wir gehen jetzt mal auf die Karte und gehen mal hier in dieses Schiff. Das ist hier Reiter 1, ne? Ja. Dann wechseln wir da mal hin, weil wir müssen ja auch da durch, obwohl das war auch, können wir auch auf der Karte machen, aber wir wollen da ja durch. Gucken wir uns das Schiff erstmal an, ne? Mal schauen, wie es aussieht. Ah, das ist das, okay. Ach so, ich hatte letztes Mal noch gesagt, der Thomas Stähler, der hatte mir reichlich geschrieben, da war noch nicht alles von fertig vielleicht. Irgendwas mit einem weißen Bauteil hat er geschrieben. Das gucken wir uns doch erstmal hier an. Hier ist kein weißes Bauteil, oder? Nee, das ist nicht hier. Hier sind alle bunt. Oder meinte er das von einem expliziten Schiff? Das weiß ich jetzt nicht. Voltergeschützturm, Doppelflakgeschützturm, okay. Benötigt die erzeugte Energie. Das ist okay. Das können wir erstmal so lassen. Haben wir schon durchgeblättert? Nicht wirklich, ne? Da gibt es noch ein paar Leute, die über sind. Hier gibt es das Weiße nicht. Vorrat, Eisen und Schrott haben wir hier. Das ist der Strom. Alles ist gut. Das gibt es nicht und das gibt es auch nicht. Tab. Ne, da sind wir jetzt nicht so. Ist das hierbei? Ah, da ist was Weißes. Standardraketenwerfer, gewöhnlich. 25. Okay, der kann was, ne? Slot 2 bewaffnet. Aber das meint er nicht. Der meint doch irgendwas mit dem Hyperraumsprung. Ah, guck mal, hier sind Raumjägerstaffeln, die wir noch weitermachen können. Hyperraumverstärker-Subsystem, Radarreichweite. Ne, das ist es nicht. Es muss ja zum Springen sein. Und Abbau aufwärts hat er, glaube ich, auch geschrieben. Macht nur Sinn. Handelssystem, ja, auch sehr wichtig. Mineur Klasse TR Bergbausubsystem. Okay, Asteroiden 12. Hier haben wir noch so eins. Asteroiden aber 21. Reichweite noch erhöht bei Festinstallation. Ah, das ist ein Xenon sogar, okay. Schutzkontrollsystem, Raumjägerstaffeln, auch sehr gut. Wo ist denn jetzt hier? Ah, hier ist ein Batteriebooster, okay. Ich brauche jetzt etwas wegen Sprungreichweite. Das hatte der Thomas mir geschrieben, meine ich. Bergbausystem haben wir hier. Was ist das? Power Doppel R Bergbaulaser. Okay, das sind alles Waffen und das auch. Ein Reparaturlaser, okay. Ne, da ist jetzt nichts bei. Okay, das müssen wir im Ausrüstungsdoktor dann nochmal gucken, was der Thomas sagte. Wahrscheinlich hat er aus der Folge das gemeint oder sowas. Was haben wir da oben für ein Ausrufungszeichen? Das Schiff ist sehr schwach. Okay, ja. Wenn das sehr schwach ist, ne? Ne, was wollte ich gucken? Hier wollte ich gucken. Ja, Voltergeschützturm und Doppelflakgeschützturm. Können wir da aber was machen? Das ist die Frage, ne? Das müsste größer werden, damit wir was machen können. Handelssystem, Generator-Subsystem. Das ist hier gerade mal so gehend. Das Handelssystem. Hier ist auch noch das Hyperraum. Sprungreichweite plus 1,2. Wiederaufladeenergie minus 16. Das ist das, was der Thomas meint, ne? Dass es da runtergehen muss. Okay. Ja, mit dem Schiff, was da oben macht, wir können was einsammeln. Da und nehmen. Das war Trinium. Okay. Sehr gut.
Ach, und Thomas hat auch geschrieben, dass wir mal was verticken können, ne? Haben wir hier gerade was? Ausrüstungsstock. Da fliegen wir auf jeden Fall vorbei und ein Ressourcendepot gibt es hier auch. Da hinten ist das alles. Das sieht. Ne, das ist Reparaturdock. Das Ressourcen. Ja, da nehmen wir erstmal das Ausrüstungsdock. Gucken das mal gerade rein. Zeit sind nur noch 5 Minuten. Standard Laser, Bergbau, Plasmageschützung, auch bei einem Bergbau. Das sind alles hier schlechte Systeme. An dem Bergbaulaser, aber der ist nur Eisen. Ja, da war jetzt nichts bei. Schildionisierer. Verbessertes Handelsschutzkontrollsystem, Frachtraumerweiterung, Hyperraumverstärker, Subsystem. Nee. Was hat er gemacht? Besatzungsschiff wurde bezahlt, okay. Also da ist jetzt gerade nichts drin, aber in 5 Minuten geht es ja da mit der nächsten Geschichte weiter. Das heißt, wir können jetzt erstmal schnell schauen. Ah, hier ist das Ressourcendepot ja schon. Fliegen wir da mal. Ach, wir sind schon direkt dran, okay. Sind wir schon gedockt? Nee. Jetzt sind wir gedockt. Nee, sind wir nicht. Wir müssen den Traktorstrahl noch bemühen. Das hat gar nicht so eine große Reichweite. Okay, nicht schlimm. Und dann Ressourcen handeln. Verticken. Habe ich das nicht schon mal gemacht? Vertue ich mich jetzt? Ist aber auch nicht so schlimm. Dann gehen wir mal hier hin und verkaufen da noch mal 1 Million. Zu 11,3. Ja, hat ein paar gebracht, aber das ist Geld kein Problem, denke ich mal. Trinium brauchen wir noch. Wir brauchen Xanion, das ist unser Ziel, ne? Gut, dann fliegen wir mal zum Ausrüstungsdock in der Hoffnung, dass das da gleich passend ist, ne? Okay, der bremst aber ganz gut ab, oder? Wo ist hier ein Dock? Okay, da ist eins. Traktorstrahl andocken. Ach so, wir sind sehr schwach. Das ist das rote Dreieck da oben. Ne? Gucken mal rein. Ausrüstung handeln. Die Zeit dauert noch einen Moment. Sonstiges. Sonderangebot. Okay, da ist jetzt nichts. Dann lass uns mal gerade rausgehen da. Spritquelle haben wir hier. Wen haben wir hier? Das ist der Miner. Lass uns mal gerade in den Miner wechseln und gucken, was da los ist. 3 Minuten haben wir noch für da beim Ausrüstungsdock, dass da neue Sachen kommen. Haben wir den Miner hier schon zum Minen hingeschickt wahrscheinlich, ne, oder? Müssen wir gleich mal gucken. Okay, was ist das? Ach, guck mal hier, was wo wir hier sind. Hier, der Boss ist beschäftigt. Piratenmutterschiff. Okay, dann das heißt, hier sind wir wirklich nicht gerade gut aufgehoben mit diesem Schiff. Dann lass uns überlegen, woanders hinzufliegen. Ja, komm, das bringt uns jetzt hier nicht weiter, ne? Ja, dafür kann ich aber. Ja. Gibt's hier Tore? Nee. Dann lass uns gerade hier rüber springen. Koordinaten da eingeben. Fliegen wir dahin. Überraum lädt.
Und weg sind wir. Sehr schön. Hier ist nichts los. Nochmal Karte. Gibt es hier die Signatur? Ja. Nochmal Koordinaten eingeben und nochmal dahin fliegen. Müsste eigentlich nochmal klappen, ne? Wird geladen. Ah, da kam erst die Berechnung. Und da sind wir auch weg. So, wollen wir hoffen, dass in dem Sektor, wo wir jetzt sind, was ist, was interessant ist. Na, lad schon. Okay, hier gibt es auf jeden Fall einen Haufen Asteroiden. Und jetzt wäre noch schön zu sehen, ob hier blaue bei sind oder sowas. Oder am besten noch gelbe, ne? Was ist das? Das ist rot. Oder? Ne, das ist Eisen wahrscheinlich nur, ne? Das ist nicht rot, das ist nur gelb. Rot wäre Arborion, ja, glaub, ne? Also, er hat ein Bergbausystem hier drin und entdeckt schon mal Trinium und Eisen. Sehr cool. Aber das, was wir brauchen, ist hier nicht. Würde ich sagen. Nichts Blaues dabei, oder? Wer ist der? Ein Güterschiff. Die von Over. Korvette, Reparaturdock und ein Schiffswerft ist hier. Ja, brauchen wir aber beides nicht. War ein Tor dabei? Ich glaube nicht, ne? Nee. Das bedeutet auf die Karte. Neue Fraktionen haben wir gefunden. Mit denen sind wir auch noch schlecht. Super. Ja, aber ich würde sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keinen Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video lade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.